Oh fuck. Okay, jetzt muss ich ganz schnell raus. Gehen zu, zum Militärbunker wieder zurück. So, wie mache ich das überhaupt? Ah. Ah, cool, ey. Boah, das ist ja mal wieder episch, ey. Mehr als episch. Und geschafft. Und es geht unter, das Schiff. So, jetzt komm, verpissen, ey. Bevor jetzt noch was Schlimmes hier passiert. Es darf niemand mehr sterben. Das sag ich doch auch die ganze Zeit, aber irgendwie glaubt mir hier keiner, ey. So, mal kurz gucken, wie ich jetzt nach Hause komme. Einfach hier rüber? Achso. Das Geräusch höre ich gerne. Das ist ja richtig geil. Sag mal erstmal zu meinen Freunden wieder zurück. Das ist echt cool, ey. Geil, ey. Ist das cool. Oh, oh. Was ist das denn? Da ist Licht drin? Okay. Ich muss... Mit dem Pfeil, ne? Kurz. Muss das Ding runterholen da. Puff. Ach ne, nicht schon wieder eine Tür. Ein altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Okay. Auf jeden Fall lesen tut sie gerne. Aber es ist echt spannend, die Sachen sich so anzuhören, was nochmal passiert ist und so. In der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Das ist auf jeden Fall interessant, weil das trägt wirklich noch gut bei zur Atmosphäre. Nö. Kurz einmal gucken, wo muss ich hin? Da unten ist auch noch irgendwo was. Oder so. Warte, ja doch, da muss ich lang. Kann ich jetzt nicht hierher? Doch. Wollte gerade schon sagen, ey. Boah, ich sehe wieder kaum was, ey. Aber ich hatte letztens eine Aufnahme mir angeguckt von mir. Und, warte, jetzt könnte ich doch, warte mal, das muss ich mal ausprobieren. Das müsste doch eigentlich jetzt funktionieren, oder? Ja, es funktioniert. Sehr schön. Boah, und ich habe so das dumme Gefühl, hier passiert irgendwas richtig übelst Heftiges. Warum soll ich da jetzt überhaupt andocken? Einfach runterspringen, ne? Nein! Zu breit! Oh, ist das dumm. Ist das dumm von mir gewesen. Ich wusste es. Jetzt aber. Das Geräusch ist cool. Okay. Soll ich mich jetzt mal ans Feuer legen? Oder soll ich lieber erstmal noch weitergehen? Ach komm, gehe ich mir lieber zu meinen Freunden. Die vermissen mich doch bestimmt schon. Weil die denken sich auch, wo bleibt Lara? Hat er Alex gefunden oder ist Alex tot? Oder bin ich auch tot? Kann ja auch sein.
Das ist auch immer so die Sache, wenn man sagen würde, sowas passieren würde, wie lange wartet man auf eine andere Person? Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden oder einen ganzen Tag, zwei Tage. Wie lange will man wirklich warten, bevor man dann wirklich abhaut? Aber die können ja nicht abhauen ohne mich, weil die ja nicht die Werkzeuge haben und alleine. Warte mal, jetzt kann ich mal kurz hierher. Das mach ich mal. Das ist mir letztens schon aufgefallen. Da hätte ich was machen können. Mal gucken, da muss doch bestimmt irgendwas versteckt sein. Ja, guck, eine Kiste. Sehr cool. Naja gut, ich glaube, die Kiste war es jetzt nicht, die jetzt so cool war. Da oben! Ja. Ach du Scheiße. Das ist böse? Ach du Scheiße. Fuck, ey. Der hätte noch so einen Schutz drauf. Meine Fresse, Alter. Jetzt aber. Der ist noch so doof, versteckt sich auch noch, Alter. Nein, nächste. Klappe kaputt gemacht von ihm. Jetzt aber. Ich hab dich. War hier noch einer? Nö. Ich war schon da. Sieht das schön aus. Das ist auch geil. Ist das jetzt extra so gemacht? Dass ich gar nicht so machen muss? Ist das jetzt ein Video oder? Geil, ey. Die gute Lara. Guck mal, es dampft schon. Jetzt gleich. Bock brennt es. Und dann, nein, es brennt. Cool, ey. Coole Sache. Ich bin wieder da, Freunde. Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Matthias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Klettern Sie zur Forschungsbasis hinauf, jetzt wieder ganz nach oben. Alter, haben die überhaupt einen Arsch offen? Okay, aber das ist halt Lara, ne? Sie möchte und da muss man auch sofort gehorchen. Und klar, dass das eine Mädchen da Lara gut findet, ey, irgendwie, weiß ich nicht. Naja, soll mal lieber nix. Und zack. Ist so geil, ey, ich kriege jetzt alles auf. Ach, ist ein Laufzug, ich wollte gerade schon sagen.
Das war mal ein Aufzug, aber... Ich kann natürlich weiter hoch. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo muss ich denn lang? Ach, das ist ein Seil. Nee, ne? Hä? War da jetzt gerade ein Seil? Da! Da! Ey, was ist das denn, ey? Sind das jetzt wirklich Seile oder was ist das? Kann ich da hinspringen? Ach! Das Dings. Ja, das ist meine schöne Material, was ich so gerne mag. Wo man sich so herschlängeln kann. Und ich finde, sowas ist echt geil in solchen Spielen. Das haben sie echt gut gemacht. Und zwar wieder 1000 Gegner hier oben. Stimmt. Oder? Betreten Sie die Forschungsbasis. Wo ist die denn? Ach, die ist da ganz hinten erst. Das dauert dann doch noch, ey. Ich kann hier nicht hochspringen. Jeden anderen Scheiß kann sie hochspringen, außer den. Nein! Ah, doch. Na, komm, streng dich an. Lara. Alter. Geht doch. Zack, was habe ich dann gefunden? Zweites Teil von 3 für das Gewehr. Okay. So, da hoch. Soll ich lieber da? Nö. Hä? Was ist das denn jetzt? Ah, musst du ein bisschen näher dran stehen. Immer wenn das jetzt kommt, mache ich. Weil ich finde das aber so geil. Fette Aktion hier, ey. 3.0. Oh, das war jetzt knapp. Ah, geschafft. Mehr. Ich dachte mir jetzt einfach mal, ich muss jetzt hier hin. Warte mal, ich guck mal. Ah, okay, okay, okay. Das heißt... Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich muss hier rüber. Einfach mal so drum. Ich weiß zwar nicht, wo es mich hinführt. Okay. Alles gut durchdacht von den Entwicklern. Dass man bloß nicht auf dumme Gedanken kommt. Das wäre es ja auch in so einem Spiel, wenn eine so eine Sache vergessen wird. Ist doch gleich schon scheiße, ne? Eigentlich. Zumindest in so Kletter-Sachen. Okay, ja. Muss ich das jetzt vielleicht. Muss ich da rüberspringen? Nö. Ich glaube, ich muss das machen. Einfach mal ziehen. Bin ich jetzt extra wieder runtergefallen, oder? Alter! Das ist ja Hammer am Schwenken, ey. Nein. Und ich glaube. Nein. Auch mal näher dran. Na! Scheiße! Kacke, was habe ich denn da falsch gemacht? Ich glaube, der Korb hat sich weggeschwungen von mir. Warum habe ich es jetzt nicht gepackt? Nee, muss ich nochmal. Nochmal machen. So, also First One. Jetzt warte ich kurz, bis es wieder zu mir schwingt. Und zwar jetzt. Genau. So, jetzt das nächste. Obwohl das ja eigentlich so nah dran ist.